Und damit willkommen zurück bei Stonehearth. Ja, wir sind ja immer noch beschäftigt mit dem Bau der großen Mauer. Und die interessante neue Bautechnik von Stonehearth. Finde sie interessant. Die Zinnen stehen da, bevor die Mauer da ist. Aber sie bauen sie. Alles andere ist mir gerade voll egal. Hauptsache, sie bauen sie. Ja, andere reißen Mauern ein, ich baue Mauern auf. Und mir ist noch was eingefallen, beziehungsweise habe ich es vorher gerade gesehen, so zwischen den Aufnahmen. Ich wollte mir ja im Schnitt, so. Ich habe mir hier hinten noch einen Lagerraum angelegt. Und den muss ich natürlich noch in Betrieb nehmen. So. Jetzt wollte ich ursprünglich das hier darüber siedeln. Das heißt, ich mache das und das. Und hier mache ich nichts, damit das Zeug hier verschwindet. Und dann habe ich hier dieses volle Lager. Ist die Frage, was ist denn da so viel? Ist das Stein oder Inhalte? Ja, die Bahnen sollten da vorne bleiben. Oder soll ich in die Bahn da nach hinten bringen? Ich würde fast sagen, machen wir es so. Und die hier dafür weg. So, und jetzt drehen wir ein bisschen schneller, aber das wird dauern. Bis sie das umorganisiert haben. So, da herüben könnte man ein, zwei Bäume fällen, damit es mit den Dingern schneller geht. Mit den Leitern. Hier könnte man auch welche fällen, damit man einfach mehr sieht. Den hier auch. Oh, die gehen gerade schlafen. Sind sie müde? Ja, alle noch in diesem Schlafsaal. Wie weit sind sie hier? Oh, nicht sehr weit. Haben wir vielleicht schon eine Lagerkiste fertig? Nein. Noch nicht? Tägliches Update. Jetzt reicht's der Stadtwert. Sehr gut. Elio Elliot. Ja, den sehen wir jetzt nicht, weil wir gerade den Schnitt eingeschalten haben. Ah, die ersten Metallbahnen waren dann noch drüben. Sehr gut. Dann könnten wir eigentlich noch eins machen. Eigene Aufbewahrung für Stein. Doch, ich glaube, die machen wir wirklich. Nein, das ist das Falsche, das ist das Richtige. Und zwar wäre das dann hier rein und hier 20 mal 20.
Und gleichzeitig könnte ich mir überlegen, ob der dann einen direkten Zugang kriegt von seinem Weg hier. Ja. Genau. Ich würde sagen, das kriegt er. Hat jetzt eigentlich Holz drinnen? Nö. Eieiei, wir haben zu wenig Holz, oder wie? Oder wir verbrauchen gerade zu viel, kann auch sein. Mit unserer Mauer hier. Jetzt rennen uns alle nach Hause, weil sie Hunger haben. Ja, doch, das sind schon fleißig am Bauen. Oh, da vorne ist die Mauer schon richtig. Nein. Nur die Zinnen sind fertig. Doch, da sind sie doch fertig. Eben. Da sind schon am Tunnelgraben. Dann haben wir bald auch ein eigenes Steinlager. Eine Karawane erscheint. Ja, die kannst du haben. Dankeschön, jetzt habe ich zwei neue Haken. Er hat vier Körbe mit Mais bekommen. Genau, bau die Mauer hier fertig. Gut, dann baust halt nur eine Reihe drauf. Huch, wo ist denn der jetzt? Ich sehe ihn gar nicht. So, wir haben einen Schnitt drinnen. Sehr gut. Ja, wenn einem Bäume im Weg sind, dann ist die Sicht so schlecht. Bin fasziniert, die Mauer geht richtig gut. Oh ja, ihr Haflinge, gleich geht's hier schlafen. Noch bietet die Mauer natürlich wenig Schutz. Aber das kommt noch. So, wie weit sind sie denn da mit dem Lagerraum? Eindringlinge nähern sich. So, wo? Da. Angriff ist auch eine Art der Verteidigung. Und macht ihn fertig, den Varan. Ja, sehr gut. Also, was macht mein Mauerprojekt? Es wächst. Ja, die sind wirklich fleißig. Wie gesagt, außer die schwebenden Zinnen, die finde ich interessant. Was
So, wie viele brauchen wir? Da haben wir gesagt, wir brauchen 34 breite Fensterrahmen, 9 Doppeltüren. Das heißt, 7 Doppeltüren fehlt mir noch und 34 Fensterrahmen. Gut, 9 7 Doppeltüren. Sieben Stück und 34 Fensterrahmen herstellen. So, der ist da. Jetzt gehen wir hier hin. Das brauchen wir. Und das brauchen wir. Das ist mir wichtiger gerade. Ja. Jetzt weiß ich, wieso der kein Holz vorrätig hat. So, dann machen wir das mal ganz brutal. Die können wir neu pflanzen. Können wir eigentlich gleich tun. Drehen wir den Baum noch um. Und da noch einen hier und da einen hier. Und da einen hier und da einen hier und hier einen hin und hier einen hin und hier einen hin und hier einen und hier einen Baum und hier einen Baum. Tägliches Update. So, was sagst du uns? Zu wenig Stadtwert. Okay, so. Ich habe gesehen, ich habe schon wieder eine Kiste. Dann hätte ich gesagt, jetzt kriegt der Koch eine. Da ist die Kiste. Mein Koch wird insgesamt zwei brauchen. Und zwar hierher. Die nächsten Kisten gehen dann an euch beide. So, der Lagerraum hier ist fertig. Das ist cool. Das heißt, hier kommt ein Lagerraum rein und hier kommt nur Stein rein. Den Stein schmeißen wir natürlich dann hier raus. Und wir brauchen hier vorne natürlich noch eine Türe. Eine Tunneltüre. Kann man so schön wieder reinsetzen. So, die Mauer ist echt schon weit. Da kann man wieder was haben. Einsammeln. So, Holz haben wir abgebaut. Da können wir wieder kleine Pflanzen. Sehr gut. Lagern's um oder nicht? So, was hast du zum Verkaufen? Die nehmen wir. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Mach
Da kannst du ein paar haben. Nein. Ja. So. Und die kannst du auch alle haben. So. Eindringlinge. Schnitt ausschalten. Da oben ist er. Na komm, jetzt macht den Baran fertig. So, beim Koch. Ruhe Zutaten. Ja, die sind gerade alle beschäftigt mit der Mauer. Hier wird ganz fleißig gebaut. Aber ich könnte es ja so machen. Ich kann sagen, du baust nicht, du baust nicht und du baust nicht. Ihr betreibt auch keinen Bergbau, ihr vier. Ihr tragt es nur noch. Ah, der erste tut schon, was ich will. Wiederbefüllung mit Elementen, das ist das Einsammeln. Die anderen zwei bauen noch Leitern. So, und wenn wir die Bäume da jetzt weggenommen haben, sehen wir mal auch richtig schön diese Mauer. Der eine Teil hier ist so gut wie fertig. Und hier haben es auch ein Drittel schon fertig, circa. Es wird, es wird. So, nach meinen Erfahrungen beim letzten Mal, Spiel speichern. Sehr gut, hat er gespeichert. Dann können wir es zumachen. Fortsetzen. So, wie schaut es bei euch da drinnen aus? Ah, teilweise sind schon umschlichten, sehr gut. Aber es liegt noch einiges verkehrt drinnen, wie man sieht. Tägliches Update. Ja, ein bisschen fehlt noch. Wieso liegen da oben Metallbahnen? Okay, das muss keiner wissen.
Und sie sind fleißig am Bauen. Ich kann es mir jetzt mal einfach machen, damit da alles, was so in der Gegend herumliegt, einsammelt. Oh. Ja, nachdem er mal Siedler angegriffen hat, musste ich die in Sicherheit bringen. So, jetzt dürfen wir es wieder zur Mama gehen und arbeiten. Wieso ist eigentlich da diese Mama noch drinnen? Was fehlt euch da noch? Aus irgendeinem Grund ist das nicht abgeschlossen. Bauen wir mal hier eine Leiter hin. Und hier auch. Fehlt da noch die Türe oder was fehlt noch? Ach, Fenster fehlen noch. Gut, ich muss meinem Schreiner mal ein bisschen entlasten. Weg damit. So. Tische sind zwar gut und schön, momentan brauchen wir es aber nicht. Brauchen wir auch gerade nicht. Mama. Brauchen wir auch gerade nicht. Was haben wir da? Die hölzerne Türe. Weg damit. Können wir auch nachher wieder einen Auftrag geben. Können wir auch nachher wieder einen Auftrag geben. So, die brauchen wir. So, gehen wir mal alles andere weg. Das reicht schon. So. Jetzt sollte der Schreiner endlich das bauen, was wir wirklich brauchen. Ja, mach ein Feuer an, damit es hier netter wird. Ganz genau. Eben im Koch liegt schon was drinnen.
Wo fehlen die Fenster dann noch da drüben, oder? Hier fehlen noch Fenster, oder? Oder wir bauen ihm hier noch eine Leiter. Ich weiß nicht, wo es hängt. Irgendwo hängt hier der Abbau. Schaut schon sehr gut aus. Da drüben fehlt noch ein bisschen was. Aha. Es wird. Noch nicht ganz, aber bald. Ich denke, mit der Mauer ist es machbar. Sag mal, lieber Schreiner, was tust du? Kein Holz lagern. Das Holzlager wird auch ziemlich leer sein, ja. Oh, wir haben wieder so einen Marktstand. Da wollte ich ja noch ausprobieren, ob das geht, dass man mehr als einen platziert. Steinmetz, den können wir anbringen. Steinmetz kommt hierher. Das Grab können wir jetzt eigentlich auch mal übersiedeln. Und zwar gleich hier vorne, würde ich sagen. Dann drehen wir es noch schön um. So. Und dann bekommt er Blümchen rundherum. Der arme Xa. Einmal hier. Und einmal Blümchen hierher. Ein Händler, er bringt mit Kupfer, Eisen und Zinn. Kupfer, Eisen und Zinn, schauen wir mal. Kupferhammer, Eisen und... Ah, dann nimm mal Kupfer und Eisen.
Kann man ihm irgendwas mitgeben für seinen Weg? Ja, 10, 20 davon. Dann noch 10, 20 davon. Und 10, 20, 30 davon. So. Eindringlinge. Wo? Ah, da. Kümmert sich bereits die Stadtwache drum? Kriegt er das alleine hin? Ja, hat er hinkriegt. Immer das Ding wieder. Ach ja, ist weg. Gut. Könnten wir eigentlich auch anfangen mit der Einrichtung. Aber ich würde sagen, da sehen wir uns fürs nächste Mal auf. Ich sage mal tschüss, ciao und baba. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss.